Wir müssen laut werden, wir müssen uns engagieren. Und Pflege unangenehm machen war heute. Ja. Pflege unangenehm machen war heute auf jeden Fall ein Punkt, den ich auf jeden Fall mitnehme und wo ich aussage, in Zukunft nicht mehr alles hinnehmen, nicht mehr alles sagen, ja, das ist in Ordnung, das übernehmen wir schon. Nein, wir wollen unsere eigene Stimme haben und die auch kundtun. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 21. Folge unseres Podcasts Pflegestärke, der Kammerpodcast für NRW. Ich nehme heute alleine auf, Dustin kann leider nicht dabei sein. Es geht aber heute um die Kammer vor Ort Veranstaltungen bzw. generell Informationsveranstaltungen vor Ort. Die Kammer-vor-Ort-Veranstaltungen, die wir derzeit machen in NRW, haben uns tatsächlich sehr gebunden. Auch das ist ein Grund, weswegen es nun eine relativ große Pause gab zwischen der letzten Folge des Podcasts und jetzt dieser. Aber ab jetzt werden wir wieder öfter Folgen auch hier veröffentlichen zu unterschiedlichen Themen. Wir haben im Mai und im Juni, das läuft jetzt gerade aus, eine Kampagne quasi gemacht. Wir sind mit zwei Bullis durch NRW getingelt. Das heißt, verschiedene Mitglieder des Errichtungsausschusses haben in unterschiedlichen Städten mit den Mitgliedern der Geschäftsstelle verschiedene pflegerische Einrichtungen besucht. Wir sind teilweise über die Stationen gegangen, sind in Kontakt gekommen mit unseren Kollegen, haben dann auch face-to-face Infos über die Pflegekammer geben können. Wir haben da mit vielen Menschen gesprochen, die sowohl sehr positiv der Pflegekammer gegenüber standen, aber wir haben natürlich auch kritische Stimmen gehört und sind auch mit diesen Kolleginnen und Kollegen in Kontakt gekommen. Das war auch ganz gut, weil man sich dann so auch nochmal ganz anders austauschen konnte, als jetzt zum Beispiel nur über digitale Formate wie Social Media oder unsere digitalen Informationsveranstaltungen. Also es war eine sehr, sehr bereichernde Zeit und wir haben ein paar O-Töne aufgenommen und möchten die natürlich auch gerne bei uns im Podcast einmal abspielen und so einmal ein bisschen die Stimmung übertragen von den Kammer-vor-Ort-Veranstaltungen und auch den anderen Veranstaltungen, die wir vor Ort immer wieder anbieten. Also wenn es Interesse an Informationsveranstaltungen vor Ort gibt, werden wir auch jetzt gerne vor Ort in die Einrichtungen kommen, auch nach der Kammer-vor-Ort-Veranstaltung oder den Kammer-vor-Ort-Veranstaltungen in NRW. Dafür am besten einmal eine E-Mail an die Geschäftsstelle schreiben, dann wird das bei uns weitergeleitet und je nachdem, wer dann gerade vor Ort oder in der Nähe des Ortes ist, kommen wir ganz gerne vorbei und informieren über die Pflegekammer. Wir bieten außerdem Beglaubigungen an, also wir kommen da mit Beglaubigungsstempel und beglaubigen die Kopien von Berufsurkunden und stehen immer für Anregungen, für Kritik und Rückmeldungen und natürlich auch gerne für Lob zur Verfügung. Im Mai war ich bei einer Informationsveranstaltung, einer Kammer-vor-Ort-Veranstaltung in Rheine. Und mich begleitet hat Georg Paasen. Georg Paasen ist Referent für Langzeitversorgung im Errichtungsausschuss bzw. in der Geschäftsstelle. Und er hat aus Sicht der Geschäftsstelle einmal erläutert, wie das Konzept der Kammer-vor-Ort-Veranstaltungen eigentlich gedacht ist. Und da hören wir jetzt mal rein. Ja, wir sind jetzt gerade bei Kammer-vor-Ort in Rheine. Und vielleicht wäre es gut, wenn wir noch mal kurz darüber sprechen, wie die Kammer-vor-Ort-Veranstaltungen überhaupt organisiert sind. Also was man so erwarten kann, wenn wir kommen, wie wir überhaupt an die bestimmten Orte kommen. Und dazu möchte ich gerne Georg Paasen mit einladen, um mit mir ins Gespräch zu kommen. Georg, du bist ja aus der Geschäftsstelle hauptamtlich beschäftigt. Kannst du mal ein bisschen was zu dir sagen, dass dich die Hörer auch mal kennenlernen? Das kann ich auch. Ich habe mein Altenpflegeexamen 1995 gemacht und habe dann in unterschiedlichen Altenpflegeeinrichtungen gearbeitet bis zum April letzten Jahres und bin dann direkt aus der ambulanten Versorgung an den Schreibtisch gewechselt für die Pflegekammer Nordrhein-Westfalen. Ja, da haben wir uns ja auch kennengelernt und du begleitest mich heute bei Kammer vor Ort in Rheine. Hast diesen großen Bulli gefahren mit ziemlich viel Infomaterial. Wir haben hier Strom vor Ort. Erzähl mal, was wir hier alles machen und was die Leute so erwarten können, wenn sie zu einer Kammer-vor-Ort-Veranstaltung kommen.
Wir kommen zu den Kammer-vor-Ort-Veranstaltungen mit dem großen Auto, weil wir dann auch ein bisschen Material dabei haben. Wir haben einen Stehtisch, einen Infotisch, wir haben ganz viele Zeitschriften, Flyer und sonstige Materialien, ein paar Kugelschreiber, Traubenzucker und so schöne Sachen zum Mitnehmen, die dann immer für ein Lächeln sorgen. Finde ich gut. Damit sind wir ziemlich flexibel und können uns sowohl draußen als auch irgendwo im Raum hinstellen. Wir könnten, wenn das gewünscht wird, auch gerne durchs Haus gehen und über die Stationen. Wir kommen mit Zeit, wir kommen mit 2 bis 3 Leuten und dann sprechen wir günstigerweise im Vorhinein mit den Einrichtungen ab, wer was wann wie wo. Und heute haben wir das ja wunderbar gemacht. Wir konnten draußen sein, das Wetter ist toll und haben dann mit den Kolleginnen und Kollegen tatsächlich ziemlich lange gesprochen. Die haben sich Zeit genommen, haben interessiert nachgefragt und wir haben auch neue Meldebögen ausfüllen können, damit die Registrierungen dann auch vorangehen. Sie merken, das ist alles ziemlich flexibel. Wir haben Material, wir können uns innen, wir können uns draußen aufbauen und wir haben ganz, ganz viel Offenheit für Fragen. Wir haben ganz viele Informationen mit dabei und wir motivieren gerne Kolleginnen, sich zu registrieren, zu wählen und sich selber aufstellen zu lassen und zu kandidieren. Ja, vor allen Dingen sich selber aufstellen zu lassen. Wir waren ja heute bei 2 Einrichtungen der Langzeitversorgung und das ist mir auch immer ein Herzensanliegen als Altenpflegerin, dass die Langzeitversorgung in der Kammerversammlung gut vertreten ist. Das ist mir ganz wichtig und ich finde es auch echt immer schön, mit Leuten in Austausch zu kommen, die auch eine kritische Haltung haben, weil das finde ich ganz wichtig, dass man sich erst mal alles auch kritisch anschaut, so generell alles kritisch anschaut. Ich bin da ein großer Fan davon, aber eben auch offen bleibt. Also nicht Kritik oder kritisch anschauen im Sinne, ich mache jetzt zu, ich will das alles nicht, sondern ich sehe das und das kritisch und bleib aber offen dabei und schau, was ist jetzt eigentlich, wo sind denn eigentlich die Grenzen, aber wo sind vielleicht auch die Chancen dabei. Das finde ich ganz spannend, damit Leuten auch in Austausch zu kommen. Und auch heute wieder war das doch toll zu sehen, nachdem wir dann so einen Anfang erstmal überwunden haben an Kritik und Ablehnung, wie schnell wir uns dann darüber einigen konnten, was wir brauchen für die Pflege. Die Arbeitsbedingungen, die Versorgungsbedingungen in der professionellen Pflege müssen einfach besser werden. Da sind wir mit der Pflegekammer auf einem guten Weg, mehr Möglichkeiten zu bekommen. Ja, was mir aufgefallen ist bei den ganzen Diskussionen, ist auch immer wieder, dass es immer noch sehr viele Ungereimtheiten gibt. Also sowas wie, es gibt einen ganz horrenden Kammerbeitrag oder man muss sich eigentlich gar nicht registrieren, nur weil man wählen möchte. Das stimmt natürlich nicht. Muss sich jeder registrieren. Oder ja, auch die Frage kommt immer wieder, was bringt mir jetzt die Kammer ganz persönlich? Das ist auch immer wieder eine Frage, die wir gestellt bekommen. Und warum ist es eine Zwangsmitgliedschaft? Auch das ist immer wieder eine Frage, die die Leute bewegt vor Ort. Und auch da können wir auch ganz gut in den Austausch kommen. Auf den Infoveranstaltungen, die wir online machen, wie aber auch im persönlichen Gespräch hier in Kammer vor Ort, wiederholen sich viele Fragen. Und toll ist, die Fragen kommen, wir können darauf im Gespräch antworten. Hier können wir uns auch direkt in die Augen sehen. Und es geht dann relativ schnell, eine gemeinsame Basis zu finden, auch weil wir ja alle aus demselben Beruf kommen, in dieselbe Richtung denken, nämlich wir möchten die pflegerische Versorgung verbessern. Und dann kriegen wir ja auch, selbst bei Leuten, die mit ziemlich viel Ablehnung in die Veranstaltung kommen, in den Termin kommen, dann häufig die Äußerung, naja, okay, wenn das so ist, dann geben wir euch eine Chance. Das war das Kurzgespräch mit Georg Parsen, einem Mitarbeiter aus der Geschäftsstelle des Errichtungsausschusses. Wir waren dann in Rheine am Marienstift. Das ist eine pflegerische Langzeitversorgungseinrichtung der Caritas und haben da mit Peter gesprochen. Wir sind jetzt am Marienstift bei der Caritas in Rheine und vor mir steht wer? Peter Geilmann. Peter Geilmann, Altenpfleger? Altenpfleger. Altenpfleger hier im Marienstift. Und Sie sind gerade auf uns zugekommen und haben gesagt, ja, muss ich mal anschauen, wie sieht es eigentlich aus bei der Pflegekammer in NRW bzw. im Errichtungsausschuss. Sie hätten schon ganz viel andere Informationen gehabt, tausende von Informationen, nämlich zur Pflegekammer Niedersachsen. Mit welchem Eindruck sind Sie hierher gekommen erstmal in Bezug auf die Informationen, die Sie so hatten von Niedersachsen? Ja, in Niedersachsen scheint viel mit der Kommunikation, das heißt, die Leute wussten nicht genau Bescheid, was die so erwartet. Und dann scheint da ein Problem gewesen zu sein, dass der Beitrag, den man zahlen sollte, am Ende so hoch war, dass die Leute da definitiv sagten, das funktioniert so nicht. Was, glaube ich, Verständnis war, die Zahlen, die da so in Schulungen, Fortbildungen mal genannt wurden, wo man dachte, ja, nee, das ist zu viel. Okay, wie sieht es denn derzeit mit der Informationsvermittlung des Errichtungsausschusses in NRW aus? Und wie würden Sie es denn da einschätzen? Ja, also jetzt dieser Wagen ist zum ersten Mal, wo ich direkt davon mitkriege. Ja.
Ansonsten, man hat viel gehört, viele Kollegen wurden auch schon angeschrieben aus anderen Einrichtungen, bei uns noch nicht. Und man hat natürlich im Internet viel gelesen. Und da im Internet findet man natürlich beide Seiten extrem. Und da ist immer schwer, sich ein neutrales Bild zu machen. Deswegen ist jetzt hier mal interessant zu fragen, was denn jetzt genau Sache ist. Was würden Sie uns denn auf den Weg geben als Errichtungsausschuss? Kommunikation und Transparenz, dass die Leute wirklich wissen, was auf sie zukommt und was sie auch von der Kammer zu erwarten haben. Was ist der Inhalt und was möchte die Kammer erreichen? Okay, danke schön. Als nächsten Ort waren wir an der Caritas-Sozialstation in Rheine und haben dort mit Kolleginnen und Kollegen aus der Langzeitversorgung, vornehmlich aus der ambulanten Pflege, gesprochen. Und da kam auch nochmal ganz stark das Thema auf der Pflegeassistenten bzw. Pflegehelfer. Die Kritik ist ja auch immer wieder, dass die Pflegehelfer nicht Pflichtmitglieder in der Pflegekammer in NRW sind. Das bezieht sich darauf, dass sie laut Heilberufsgesetz eben kein Heilberuf sind, sondern als Heilberuf in der Pflege gelten nur die dreijährig Examinierten. Für die Langzeitversorgung stellt sich aber jetzt das Bild natürlich so dar, dass die Pflegehelferinnen und Pflegehelfer eine sehr, sehr große Last auch schultern und quasi auch gleichberechtigt oder beinahe gleichberechtigt in der Versorgung mit dabei sind. Und natürlich da die Frage entsteht, warum sind diese nicht Pflichtmitglieder in der Kammer? Die Kammerversammlung kann dann entscheiden, inwieweit sie Pflegehelfer auch als Mitglieder aufnimmt, aber per se sind sie zunächst erstmal keine Pflichtmitglieder in der Kammerversammlung. Und das wurde auch da nochmal diskutiert. Dazu hören wir auch nochmal Sabrina und Katharina, die vor Ort waren. Wer sind Sie? Sabrina. Sabrina. Genau. Ich arbeite in der Altenpflege, arbeite als Praxisanleitung. Oh, wow. Und ich muss sagen, ich war erst ziemlich gegen die Pflegekammer, beziehungsweise weil es einfach so negativ behaftet war. Man wusste nicht genau, was kommt. Mhm. Ich finde es aber gut, also jetzt so, dass jemand für uns spricht. Aber ich finde es teilweise noch ein bisschen schwammig. Es fehlen einem noch so ein bisschen Fakten. So, ja. Welche Fakten hätten Sie denn gerne? Oder was bräuchten Sie, um das noch ein bisschen besser zu verstehen? Also verstehen tue ich das schon, aber eben waren so die Ergebnisse, die man sieht, also dass wirklich was passiert. Ja, also Sie warten noch auf Ergebnisse der Pflegekammer. Genau, was da wirklich rauskommt. Und mir wäre es ja wichtig, dass man alle sieht. Also die Helfer, die Assistenten und dass man das gesamte Bild auf Dauer. Wollen Sie noch was sagen? Wer sind Sie denn? Ich bin Katharina Heidt, ich bin stellvertretende Pflegedienstleitung hier im Team und ich muss tatsächlich sagen, dass ich jetzt das erste Mal auch ein bisschen überzeugt worden bin. Ich war auch total, also anti war ich nicht, aber ich war schon sehr skeptisch bei ganz vielen Dingen. Vor allen Dingen dieses mit den Pflegehelfern, das ist so der größte Punkt, den ich auszusetzen habe in dieser ganzen Situation, aber vielleicht kann man das ja auf Dauer auch mal ändern. Würden Sie sich denn aufstellen lassen? Aufstellen nicht, aber ich würde unterstützen tatsächlich. Ich würde auch bei Wahlen unterstützen oder so ehrenamtlich was machen tatsächlich. In meiner Freizeit bin ich bereit, da ein bisschen zu unterstützen auch, ja. Ach, das ist ja super. Das heißt, Sie würden, wenn dann die Kammerversammlung steht und die Pflegekammer ihre Arbeit so richtig dann auch aufnimmt, dann würden Sie mit in den Helferpool gehen und sagen, jo, was könnten Sie sich denn da vorstellen zu machen? Ich könnte bei den Wahlen unterstützen, sei es Flyer verteilen, auch an Ständen Werbung machen für die Leute. Ich könnte online was machen im Podcast. Also ich spreche ja wohl ganz gerne eigentlich, also ich bin da ganz flexibel. Ich könnte mir da schon gut was vorstellen, ja. Super. Podcasten? Ja, Podcasten ist nicht so meins, aber so helfen, das unterstützen, was, also nicht zur Wahl aufstellen, aber schon präsent sein. Ja. Ja, was man auch immer wieder braucht, sind ja so Multiplikatoren. Das heißt, die quasi die Ergebnisse, die Informationen zur Kammer an die Leute vor Ort bringen. Und das wäre ja zum Beispiel bei Ihnen beiden auch ganz interessant, weil Sie sind als Praxisanleiterin ja immer mit Schülern auch zugange. Das heißt ja auch Schüler müssen ja irgendwie damit erstmal in Kontakt kommen. Und Sie haben ja auch einen Pool von Kollegen, denen Sie arbeiten. Ja, also ich könnte mir das gut vorstellen, auf jeden Fall. Okay. Wenn Sie Hilfe brauchen, melden Sie sich sehr gerne. Ja, gerne, melden wir uns. Also wir brauchen zum Beispiel immer wieder Hilfe bei den Multiplikatoren. Also für den Fall, Sie haben da Interesse, würde ich Georg mal Bescheid geben. Gerne. Okay. Wir freuen uns natürlich immer ganz sehr über Multiplikatoren und Helfer, um die Informationen, die es in Düsseldorf dann gibt oder generell aus dem Errichtungsausschuss oder zukünftig aus der Kammerversammlung dann auch in die Fläche zu bringen. NRW ist ja schon ein relativ großes Flächenland. Nicht jeder ist über Social Media vernetzt.
Das heißt, Informationen vor Ort auch an die Person, an die Frau vornehmlich ja zu bringen, das ist etwas, was ganz häufig eben über Multiplikatoren geschieht, was wir gerne aufbauen wollen, was wir überlegt haben und was der zukünftigen Kammerversammlung vielleicht auch nutzen wird, wäre ein Kammerbeauftragtensystem. Das heißt, es wäre super, wenn vornehmlich in größeren Einrichtungen, aber auch gerne in kleineren pflegerischen Einrichtungen oder ambulanten Diensten es Kammerbeauftragte geben kann, die einen möglichst direkten Draht zur Kammerversammlung oder zur Geschäftsstelle in Kaiserswerth haben und dann eben auch für Fragen und Sorgen und Nöte vor Ort mit zur Verfügung stehen könnten, beziehungsweise diese dann eben auch auf relativ einfachem Weg an die Geschäftsstelle weitergeben können. So, das ist also eine Idee aus dem Errichtungsausschuss, Kammerbeauftragte für die Einrichtungen zu gewinnen. Wir haben im weiteren Verlauf auch nochmal mit einer Auszubildenden im dritten Lehrjahr sprechen können, die in der Langzeitversorgung ihre Ausbildung macht. Wir haben hier eine Auszubildende aus der Altenpflege. Mögen Sie sich mal vorstellen? Ja, ich bin Selina Voss, ich bin Auszubildende Pflegefachfrau und ich bin jetzt im zweiten Lehrjahr. Ah, super. Und Sie sind ja, dadurch, dass Sie noch Auszubildende sind, kein Kammermitglied, sondern erst hinterher. Aber was hätten Sie denn jetzt schon für Interesse oder was sollte Ihrer Meinung nach in der Kammer vorhanden sein für Auszubildende? Ich meine, Sie kennen ja jetzt so die Ausbildung schon im zweiten Lehrjahr. Was hätten Sie an Interesse für, was sollte die Kammer für Sie tun? Also es wäre auf jeden Fall schon, finde ich, sinnvoll, eine Schülervertretung in der Kammer zu haben, einfach damit auch die Interessen der Schüler durchgesetzt werden können. Ja, das wäre schon ganz gut. Was wünschen Sie sich denn generell für dieses Tätigkeitsfeld, in dem Sie jetzt lernen und wo Sie dann ja auch weiter arbeiten? Was hätten Sie gerne für die Zukunft, für Ihre berufliche Zukunft dann auch? Auf jeden Fall mehr Pflegekräfte, da kann man ja hoffentlich was dran tun und eine gute Förderung für Aus- und Weiterbildung und Fortbildung und sowas, das wäre schon ganz schön. Haben Sie denn schon überlegt, ob Sie danach noch irgendwie eine Fachweiterbildung machen wollen oder wollen Sie erstmal arbeiten und dann mal schauen, was passiert? Also erst möchte ich vielleicht ein bisschen arbeiten und dann würde ich vielleicht gerne Diabetesberater machen oder je nachdem, wo ich anfange, wenn ich im Altenheim anfangen sollte, eventuell Pflegedienstleitung oder Palliativkraft, je nachdem, mal schauen. Na, total spannend, vielen Dank. Das war unser Kammer-Vor-Ort-Tag in Rheine. Von der Auszubildenden kommen wir jetzt zu einem anderen Lernsetting. Wir sind nämlich ein paar Tage später in Münster eingeladen worden zum Sommerfest des Fachbereichs Gesundheit der FH Münster. Und dort haben wir nochmal informiert auch über die Kammer, sind auch mit in Austausch gekommen, nochmal richtig gut mit Studierenden und Dozentinnen des Fachbereichs und haben da auch nochmal ein paar O-Töne gesammelt. Es beginnt erstmal mit Pauline Albers und geht dann weiter mit noch ein paar Studierenden, die sich konstruktiv, aber eben auch kritisch geäußert haben und uns auch nochmal einige Sachen auf den Weg gegeben haben. Ich bin 25 Jahre alt, wohne in Münster und arbeite hier als Gesundheits- und Krankenpflegerin. Ah, super. Und Sie sind auch Studierende der FH Münster? Sie studieren Pflege dual. Das heißt, Sie haben jetzt Ihre Ausbildung von dem Dualstudiengang gerade fertig gemacht und sind jetzt noch in dem letzten Jahr des Bachelorstudiums. Sie haben jetzt ja gerade so eine kleine Infoveranstaltung mitbekommen, beziehungsweise so eine Diskussionsveranstaltung zur Pflegekammer. Was haben Sie denn mitgenommen oder welche Fragen haben sich ergeben oder was fanden Sie interessant? Ich fand es besonders interessant, dass wir die Hintergründe nochmal erfahren haben, also sprich, welche Gremien stecken überhaupt dahinter? Warum ist die Pflegekammer so ein Mysterium? Warum gibt's vielleicht auch irgendwo eine Ablehnung unter den Pflegenden? Und dann aber auch nochmal bestimmte Vorurteile oder irgendwelche Hindernisse, die man auch in der Presse teilweise liest, nochmal vielleicht aufzuräumen und zu gucken, was steckt überhaupt dahinter? Mhm. Wie stehen Sie denn zur Pflegekammer? Also was sehen Sie so kritisch eher daran und wo sagen Sie, sehen Sie die Potenziale für die Kammer? Man fängt ja immer mit dem Positiven an, deswegen sehe ich auf jeden Fall die Potenziale in dem politischen Standing, was die Pflege bekommen kann. Also wie man so schön sagt, das Sprachrohr nochmal irgendwie zu erweitern für die Pflege und dass wirklich was verändert werden kann und eben nicht nur innerhalb der Berufsgruppe, sondern auch in der Politik, das heißt, dass man in der Gesellschaft auch nochmal breitere Gruppen erreichen kann und auch nochmal Menschen davon überzeugen kann und aufzeigen kann, hey, wir sind die Pflege, wir sind wichtig, wir sind irgendwie essentiell für die Gesellschaft. Und da sehe ich auf jeden Fall Potenzial drin. Deswegen bin ich Fan der Pflegekammer, könnte man sagen. Die Kritik, die ich so ein bisschen habe, die Bedenken, haben sich auch unter den Kollegen teilweise wieder gespiegelt, dass nur dieser Kostenfaktor im Vordergrund stand. Also ich bin irgendwie
Mitglied, ich muss Mitglied sein, ich muss bezahlen und weiß noch gar nicht so richtig, was mich erwartet. Manchmal hätte ich mir da ja von einer Umsetzung mehr Präsenz gewünscht, vielleicht ein bisschen mehr Flyer-Ausstattung oder kleine Infofilme, die an einen rangetragen werden. Die gibt's ja durchaus, aber dass man da nochmal leichteren Zugang zu hat. Mhm. Genau. Das heißt also, dass die Informationen, die ja an sich sowieso schon da sind, noch einen besseren Eingang in die Berufs- und Lebenswelt der Pflegekräfte bekommen. Genau, und also ich habe das in der Infoveranstaltung auch einmal beim Punkt mitdiskutiert, dass die Pflege natürlich auch eine Berufsgruppe ist, die im Schichtsystem arbeitet, wo es auch nochmal einen besonderen Grad an ja Erreichung irgendwie benötigt, dass man wirklich an alle herankommt, auch an die, wie man so schön, Nachtschwestern und alle, die wirklich nicht im Tagesgeschehen oder mit den Vorgesetzten täglich in Kontakt sind. Und deshalb ist das, glaube ich, gerade bei so einer Pflegekammer extrem wichtig, ja, genau, alle zu erreichen. Ja, mein Name ist Jonas Weichert, ich bin 26 Jahre alt. Ich arbeite als Gesundheits- und Krankenpfleger in der Psychiatrie in der LWL-Klinik in Münster und studiere aber Vollzeit Gesundheits- und Pflegemanagement an der FH Münster. Und jetzt hatten wir ja gerade so eine kleine Infoveranstaltung zur Pflegekammer, so eine Diskussionsrunde. Haben Sie sich vorneweg schon mal mit Kammern auseinandergesetzt, mit Pflegekammern? Oder was haben Sie so für eine Haltung, was haben Sie so gehört von Pflegekammern? Also mit Pflegekammern habe ich mich im Grunde nicht so viel auseinandergesetzt. Das war dann, als es dann aufkam, dass es eine Pflegekammer gibt in NRW und in anderen Bundesländern, hat man sich natürlich so ein bisschen eingelesen. Aber man hat dann jetzt, was ich im Nachhinein erfahren habe, natürlich nur die negativen Dinge gehört. Das heißt, es sind erst mit den negativen Informationen in Kontakt gekommen und jetzt offenbar mit der Veranstaltung, mit dem Austausch, haben Sie auch so ein paar positive Informationen bekommen. Wie würden Sie denn Ihre Haltung zur Pflegekammer beschreiben? Also ich würde schon sagen, dass meine Haltung sich zur Pflegekammer jetzt gerade nach der Veranstaltung heute extrem geändert hat, gerade weil man einen Blick hinter die Kulissen bekommen hat. Und mir persönlich war das ein großes Thema zu fragen, wie diese repräsentative Umfrage damals zustande gekommen ist und warum man nicht mehr Pflegekräfte gefragt hat oder alle in NRW. Und jetzt kann ich das viel besser auch nachvollziehen, warum das einfach auch nicht möglich war. Mhm. Fänden Sie es denn gut, wenn man nach ein paar Jahren vielleicht die Kammer nochmal evaluieren würde? Ich meine, dann hat man hoffentlich relativ viele, vielleicht auch fast alle Pflegekräfte dann beisammen. Wenn ja, wie können Sie sich so eine Evaluation vielleicht auch vorstellen? Also ich fände es sehr wichtig, wenn man das evaluiert, gerade weil das ja Pionierarbeit ist, weil die jetzt die Ersten sind, die das überhaupt in Bewegung bringen. Und da sind Evaluationen eben also genau das richtige Instrument, damit man eben gucken kann, okay, was kann besser laufen? Was ist überhaupt gut gelaufen auf jeden Fall auch? Und wie sind so die Kritiken von den Menschen, die davon gehört haben oder gerade auch von den Pflegekräften? Und ich könnte mir vorstellen, dass man auf jeden Fall auch vielleicht nochmal eine Umfrage machen könnte als Evaluation und dann vielleicht auch aus verschiedenen Krankenhäusern Leute zum persönlichen Gespräch einladen, zu so einer Diskussionsrunde, so ähnlich wie das heute eben passiert ist. Ja, coole Sache. Was würden Sie denn uns als Errichtungsausschuss mit auf den Weg geben, gern? Vielleicht, dass ein bisschen mehr Transparenz geschaffen wird und natürlich auch gerade im Social-Media-Bereich, weil da sind halt eben viele Leute unterwegs, dass man da einfach vielleicht noch mehr Informationen rausbringt und so ein bisschen ja die Werbetrommel noch mal ein bisschen mehr ankurbelt, weil der Instagram-Account hat ja jetzt, also 3000 Follower sind schon viel, aber in dieser Social-Media-Welt ist das eigentlich nicht so viel und das fände ich auf jeden Fall ganz gut. Dankeschön. Vor mir stehen... Hallo, ich bin Valentin, ich bin Studierender am Fachbereich Gesundheit in Münster. Ich studiere Berufspädagogik im Gesundheitswesen, Fachrichtung Pflege, bin jetzt im 6. Semester, stehe also kurz vor meiner Bachelorarbeit. Ich bin Gesundheits- und Krankenpfleger, habe 3 Jahre auf der Uniklinik Jena auf der Herz-Thorax-Chirurgie gearbeitet und arbeite aber jetzt während meines Studiums tatsächlich gar nicht mehr, sondern ich bin jetzt Honorarkraft an der Pflegeschule. Genau, ich bin Yannick, ich arbeite auch noch als Gesundheits- und Krankenpfleger auf einer Intensivstation hier in Münster. Ja, und schreibe auch gerade meine Bachelorarbeit im Fach Berufspädagogik im Gesundheitswesen an der FH in Münster. Sie waren ja jetzt gerade auch total interessiert und haben sich auch nochmal in die Diskussion mit eingebracht zur Pflegekammer. Wie fanden Sie denn die Veranstaltung an sich erstmal? Ja, ich muss nun ehrlich gestehen, ich bin jemand, der sich noch nicht so sehr berufspolitisch engagiert hat und habe mich einfach aus reinem Interesse erstmal jetzt hier für die Veranstaltung angemeldet und war sehr, sehr überrascht. Ich muss wirklich sagen, dass ich den Vortrag oder generell diese Diskussion unglaublich gut fand.
und sehr, sehr interessant, weil ich einfach davon bisher noch nicht so viel einfach mitbekommen habe. Und deswegen mich das Ganze sehr, sehr gepackt hat. Auch einfach die Art und Weise, wie die Präsentation war, das hat mich sehr gefasst. Wie fanden Sie die Veranstaltung? Ja, ebenfalls sehr, sehr positiv. Ich fand das sehr nett, mal in Austausch mit auch Leuten zu kommen, die mal direkt in der Kammer aktiv sind, um wirklich mal auch Informationen über die Kammer zu bekommen und mal so ein bisschen Einblick da rein auch zu bekommen, wie das ganze System eigentlich aufgebaut ist. Also was steckt eigentlich hinter der Kammer? Sowas. Ich interessiere mich eigentlich sehr wohl berufspolitisch und bin auch engagiert. Ich bin zum Beispiel auch Mitglied in der Verdi, weil auch wir gerade ja in der Klinik, in der ich arbeite, mit Verdi auch sehr viel zu tun haben gerade und sich da berufspolitisch sehr viel bewegt. Und ich habe immer gedacht, ja, Verdi und Pflegekammer, wie passt das denn eigentlich zusammen? Muss ich denn später aus der Verdi austreten? Und jetzt habe ich einfach gemerkt, absoluter Quatsch. Also perfekt, wenn Verdi und die Pflegekammer zusammenarbeiten und wenn wir das wirklich hinkriegen, auch mit dem DBFK uns wirklich beruflich zu organisieren. Ja. Und eine super Grundlage da auch zu schaffen. Und ich fand das super lehrreich heute. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich konnte sehr viele Eindrücke gewinnen. Ja. Coole Sache. Vielen Dank. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass Sie auch sagen, ja, Verdi und Kammer widerspricht sich nicht. Und ich finde es super, dass Sie bei Verdi schon engagiert sind. Ganz klasse. Und Sie auch? Ich bin nicht bei Verdi engagiert, aber ich wollte noch hervorheben, dass mir besonders gut gefallen hat, wie das Ganze in einen bundespolitischen Zusammenhang gesetzt wurde. Also, dass nicht nur allein das eine Informationsveranstaltung für die Pflegekammer NRW war, sondern das Ganze auch in Zusammenhang gesetzt wurde, wie das Ganze mit anderen Bundesländern zusammenhängt oder eben auch auf bundespolitischer Ebene gewollt ist. Ja, ja, genau. Also natürlich ist halt NRW eine Landespflegekammer, aber die Idee ist natürlich, das dann bundesweit auszudehnen. Genau. Ja, genau. Es ging mir vor allem so auf die Zusammenhänge, warum klappt es zum Beispiel in Rheinland-Pfalz so gut und warum hat es in Niedersachsen oder Schleswig-Holstein eben zu Schwierigkeiten geführt, die dann eben zum... Genau, da muss ich auch sagen, ich komme gebürtig aus Niedersachsen. Ich habe sehr viele Freunde, die auch in Niedersachsen in der Pflege arbeiten und auch vor allem sehr viele junge Pflegekräfte in Niedersachsen, die einfach gerade sehr enttäuscht sind, dass es in Niedersachsen nicht dazu gekommen ist. Ja, und jetzt so ein paar Eindrücke auch zu bekommen, was eigentlich in Niedersachsen eigentlich schiefgelaufen ist, das ist schon sehr interessant zu hören. Wir haben auf alle Fälle eine sehr gute Diskussion nochmal gehabt und es sind auch vor Ort nochmal Ideen entstanden, wie Kammer funktionieren kann, was es braucht nochmal an Ideen, an Energie und an ja auch Mitmachinteresse, damit die Kammer und die Berufspolitik generell in der Pflege richtig gut an den Start gehen. Das war so ein bisschen die Atmosphäre aus den Vorortveranstaltungen. Wie gesagt, wir kommen sehr gerne vor Ort. Wir informieren sehr gerne auch vor Ort face to face und gehen gerne in Austausch mit konstruktiven, kritischen Geistern, mit Fans der Pflegekammer. Das freut uns natürlich sehr. Wenn es Bedarfe gibt an Informationsveranstaltungen, schreibt gerne an den Errichtungsausschuss. Und auch uns könnt ihr für den Podcast Fragen stellen über podcast@pflegekammer-nrw.de. Ich verabschiede mich und bedanke mich fürs Zuhören und lasse den letzten beiden Herren noch das Schlusswort. Tschüss! Ich würde mir wünschen, dass Sie auf jeden Fall den Weg dafür bereiten, dass die Pflegekammer so gut wie möglich und so bald wie möglich ihre Arbeit aufnehmen kann. Ich finde auch, also der Errichtungsausschuss in NRW hat, wie wir es heute gehört haben, schon sehr, sehr viel richtig gemacht und die Pflegekammer schon mal in ganz gute Fußstapfen gestellt, dass man jetzt wirklich was draus machen kann. Also in NRW hat die Pflegekammer sehr viel Zuspruch. Ich kann da auch von der Arbeit einer großen Klinik in NRW von Kollegen reden, die einfach sehr positiv der Pflegekammer gegenüberstehen und wir haben alle Bock, uns zu engagieren, auch wenn nicht jeder Einzelne unbedingt selbst die Kapazitäten hat, sich noch groß irgendwie in seiner Freizeit zu engagieren, stehen wir hinter der Pflegekammer und dass wir einfach weitermachen, wir haben jetzt gute Fußstapfen gestellt oder ein gutes Grundgerüst gestellt, dass wir da jetzt anknüpfen und ja, was Gutes auf die Wege stellen, um laut zu werden und um was mit uns zu machen, mit der Pflege. Wir müssen laut werden, wir müssen uns engagieren.
und Pflege unangenehm machen war heute. Genau. Pflege unangenehm machen war heute auf jeden Fall ein Punkt, den ich auf jeden Fall mitnehme und wo ich aussage, in Zukunft nicht mehr alles hinnehmen, nicht mehr alles sagen, ja, das ist in Ordnung, das übernehmen wir schon. Nein, wir wollen unsere eigene Stimme haben und die auch kundtun. Super. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Sehr gerne.